5.29 Uhr, das ist dann hier. Wir dachten, dass Mr. Kadosh Hanbury Street 27 um 5.31 Uhr verlassen hat, kurz nachdem er einen Schlag gegen den Zaun gehört hat. Folglich sind zwischen dem Moment, als Mr. Kadosh das Haus nach seinem ersten Aufenthalt im Garten betrat und dem Moment, als er in den Garten zurückkam und zur Arbeit ging, 2 Minuten verstrichen. Wie viel Zeit lag seiner Meinung nach dazwischen? 3 bis 4 Minuten. Dank dieser Erkenntnisse können wir endlich den Zeitpunkt von Annie Chapmans Tod bestimmen, Watson. Setzen Sie das Messer auf die exakte Stelle. Das Messer auf die exakte Stelle? Auf die verlässt den Wohnort seiner Mutter. Und Dr. Phillips. Hier oder was? Nein. Och Junge. Korrekturen an der Aussage von Miss Long und Mr. Kadosh. Okay. Das muss ich jetzt nachschauen, weil das, Alter. Ich hab da übelst gar keinen Bock mehr drauf. Okay. Nun, wenn man berücksichtigt, dass die hiesige Kirchenuhr ungenau ist und sich der junge Mann mit seinem Kommen und Gehen um 1 oder 2 Minuten verschätzt hat, können wir Miss Longs Aussage bekräftigen und die Tatzeit auf ungefähr 5.30 Uhr setzen. In diesem Fall wäre der Mann, den Miss Long gesehen hat, niemand anderes als... Richtig, Watson, der Whitechapel-Mörder. Wenn man bedenkt, dass Miss Long und Mr. Kadosh nur ein paar Meter von ihm entfernt waren. In der Tat, Watson. Wäre Miss Long nur ein wenig näher am Opfer und ihrem Mörder vorbeigegangen, oder hätte der junge Kadosh aus Neugier seinen Kopf über den Zaun gestreckt, wäre der Mörder höchstwahrscheinlich schon hinter Gittern. Da hatte er aber wirklich Glück. Ganz Ihrer Meinung, Watson. Aber nicht nur Glück war im Spiel, sondern auch Können, wenn man die Einschnitte im Körper dieser armen Frau berücksichtigt. Man darf nicht außer Acht lassen, dass der Mörder wahrscheinlich nur ein einziges, bestimmtes Organ entnehmen wollte. Sein Eingriff zielte auf eine bestimmte Stelle ab, wodurch er überflüssige Einschnitte vermeiden konnte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass dieser Mann zumindest über rudimentäre anatomische Kenntnisse verfügen muss. Meinen Sie, es könnte sich um einen Arzt oder Metzger handeln? Vielleicht. Aber wir wissen zu wenig über den Täter, um mit letzter Sicherheit zu einem Schluss zu kommen. Nun zum Motiv. Trotz meiner mangelnden praktischen Erfahrung auf diesem Gebiet habe ich dennoch eine genaue Vorstellung von den Funktionen der Gebärmutter und der Vagina. Allerdings will mir kein Nutzen in den Sinn kommen, den diese Organe haben könnten, wenn sie aus dem natürlichen Körpergefüge entfernt werden. Was meinen Sie, Watson? Wir brauchen eine Wandtafel, Watson. Natürlich. Ah, da hinten ist hier eine. Okay. Präparat zu Studienzwecken. Schwarze Magie. Es gibt keinen Hinweis für eine Art Ritual. Fährt ein Mensch den Wahnsinn, ist er unberechenbar. Universitäten können Studenten problemlos auf unzählige Präparate zugreifen. Vielleicht ist Organhandel im Spiel. Geld. Ganz einfach. Obwohl dieses Motiv eher unwahrscheinlich zu sein scheint, können wir es nicht ausschließen, solange wir nicht wissen, ob in London Organhandel betrieben wird. Für dieses Motiv zutreffen, hätte der Täter Polly Nichols dem Opfer in Bucksburg Organe entnommen. Das krankhafte Interesse an einer Art Jagdtrophäe. Ich bin geneigt, dieses Motiv auszuschließen. Wäre das der Grund, warum wurden dann in der Bucks Row keine Organe aus dem Körper des Opfers entnommen? In Universitätskliniken können Studenten problemlos auf unzählige Präparate zugreifen. Was ist das hier? Vielleicht ist der Täter auf der Suche nach anatomischen Präparaten. Ich halte nicht viel von dieser Theorie.
Dem Opfer in der Bugs Row wurden keine Organe entnommen. Es gibt keinen Hinweis für eine Art Ritual. Schwarze Magie. Schwarze Magie? Watson, es wäre zu vage, in diese Richtung zu ermitteln. Für ein derartiges Motiv gibt es keinen einzigen Hinweis. Wir können diese Theorie ausschließen. Dann bleibt nur mal das übrig. Holmes, was wenn es Kannibalismus war? Auch wenn die Vorstellung unerträglich ist, können wir dieses Motiv dennoch nicht ausschließen. Sind jetzt ein Ja? Nein. Für sein Geld ist bestimmt Ja. Für den Menschen wahnsinnig so unberechenbar. Kannibalismus auch. Elementar. Auch ja. Oh. Die okay. Möglichen Motive, warum der Täter dem zweiten Opfer die Gebärmutter entnommen hat, geben eigentlich Grund zur Annahme, dass er die gleiche Vorgehensweise auch beim ersten Mord in der Bugs Row an den Tag gelegt hat. Dies ist allerdings nicht der Fall. Daraus lässt sich eine schreckliche Schlussfolgerung herleiten. Innerhalb von wenigen Tagen wurde der Täter brutaler. Und wenn das der Fall ist, hat er bereits vor dem ersten Mord zugeschlagen? Und sollte er erneut zuschlagen, welche Grausamkeiten erwarten sein nächstes Opfer? Wir müssen ihn aufhalten, Holmes. Wir werden unser Bestes geben. Dieser Glasbehälter des ausländischen Arztes, in dem sich Formalin befand, könnte uns weiterbringen. Watson, erkundigen Sie sich in medizinischen Kreisen danach, ob es in London einen Schwarzmarkt für menschliche Organe gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber dennoch müssen wir diesem Motiv Beachtung schenken. In Ordnung. Und Sie, Holmes? Ich werde Inspektor Eberlein unsere neuesten Erkenntnisse zukommen lassen. Außerdem werde ich mich als Gasmann verkleiden und Bluto einen Besuch im Wespennest abstatten. Verstanden, Holmes. Ich denke, einer meiner alten Studienfreunde, der im London Hospital arbeitet, kann uns weiterhelfen. Ich werde ihn sofort benachrichtigen und sollte mich hoffentlich im Laufe des Tages mit ihm treffen können. Und wir treffen uns anschließend wieder hier. Ja, Watson. Bis später und viel Glück. Geht das nicht? Ich muss einen Abstecher ins London Hospital machen, wo mein alter Studienfreund arbeitet. Ich dachte, er wollte jetzt hingehen. Sie steuern Dr. Watson, ja. Gut, das ging jetzt aber hier schnell. So, gibt's ja irgendwas Neues wieder. Im Inventar. Dokumente. Ne, gibt's nichts. Auch in der Zeitung hier nichts. Solange nichts passiert. Gut, dann gehen wir. Ich muss einen Abstecher ins London Hospital machen, wo mein alter Studienfreund arbeitet. Genau, das ist hier, London Hospital. Zum London Hospital, schnell! Mein Studienfreund wird mich hier in einem der Unterrichtssäle des London Hospitals empfangen. 12.30 Uhr. Ah, John, du bist schon da. Pünktlich wie immer. Sag mal, du scheinst ja nicht gerade in guter Verfassung zu sein. Hat dich etwa deine kürzliche Hochzeit so griesgrimmig gemacht? Ach, du kennst mich doch, Andrew. Nein, es handelt sich um eine merkwürdige und beunruhigende Angelegenheit, die mich beschäftigt. Hast du meine Mitteilung gelesen? Ja, und ich muss zugeben, dass ich überrascht war. Zufällig habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, und zwar über unsere Leichenhalle. Was denkst du? Ist dir etwas über Organhandel in London zu Ohren? Nein, John. Ohne Zweifel findet zwischen Kollegen hier und da ein Transfer von Organen statt. Natürlich nicht ganz legal, aber nicht in einer Größenordnung, die man als Organhandel bezeichnen könnte. Seit dem Anatomiegesetz von 1832, das die Verwendung freigegebener Leichen für wissenschaftliche Zwecke erlaubt, wird dem Schwarzmarkt definitiv Einhalt geboten. Für Ärzte und Studenten stehen genügend Forschungsobjekte zur Verfügung, das kann ich bestätigen. Nun, dann ist Organhandel als lukrative Einnahmequelle ausgeschlossen. Warum beschäftigt dich dann die Leichenhalle? Du sprichst von Organhandel, aber ich vermute, dass hier mit ganzen Leichen gehandelt wird. Was willst du damit sagen? Dass ganze Leichen verschwinden? Tja, also die Sache ist streng vertraulich. Aber ich weiß um deine Diskretion und deine Freundschaft mit dem berühmten Sherlock Holmes. Vor kurzem sind einige Leichen aus der Leichenhalle unserer Universitätsklinik verschwunden.
Sie waren für die Sektion vorgesehen, sprich arme, unbekannte Leute, die niemand für die Bestattung eingefordert hat. Wäre nur eine Leiche verschwunden, hätte man es als schlechten Scherz abtun können. Viele Studenten gehen hier ein und aus, man könnte es schon fast als Treffpunkt bezeichnen. Die meisten sind hier, um zu arbeiten. Einige wenige kommen heimlich hierher, um zu üben. Es kommt auch vor, dass medizinische Instrumente oder Organe verschwinden, was jedoch kein Grund zur Besorgnis ist. Aber so viele Leichen. Wirklich beunruhigend. Unternimmt denn die Krankenhausleitung nichts dagegen? Nein, sie will nicht, dass die Polizei Wind von der Sache bekommt. Polizeiliche Ermittlungen würden wegen des Verdachts auf die Verwendung nicht freigegebener Leichen zweifellos zur Entlassung in der Chefetage führen. Könntest du im Auftrag der Universitätsklinik mit Sherlock Holmes über die Sache reden? Welche Leichen fehlen? Das weiß ich nicht genau. Aber ich kann eine vollständige Liste erstellen, wenn du hier für einige Minuten wartest. Sieh dich in der Zwischenzeit ruhig um. Wird dich an die alten Zeiten erinnern. Danke, Andrew. Ja gut, das machen wir mal. Wird schon experimentiert. In der letzten Unterrichtsstunde wurde wohl das menschliche Herz behandelt. Erstsemester, schätze ich, denn die Zeichnung ist ziemlich vereinfacht. Okay. Diese Rolltische sind gut geeignet zum Auslegen von chirurgischen Instrumenten. Hier führen die Studenten ihre Experimente durch. Ui. Hier führen die Studenten ihre Experimente durch. Ich gehe wieder. Nein. Was passiert da? Ich brauche Informationen. Ein Lexikon über Anatomie. Das Lesezeichen markiert eine Seite über das menschliche Herz. Mal sehen. Aha. Nervus imagini structura. Okay. Interessant. Hier führen die Studenten. Ja. Hier noch irgendwas. Geht's weiter? Sonst haben wir, glaube ich, hier jetzt alles gesehen, hoffentlich. Ach. Dieses chirurgische Instrument ähnelt einem Schraubenzieher. Wirklich amüsant. Vielleicht wird es sich als nützlich erweisen. Ich bringe es später wieder zurück. Kann ich da noch was rausnehmen? Nein. Dieser Lappen ist voller Schmierfett. Und wurde sicher nicht für die Leichensektion verwendet. Hat hier jemand mechanische Arbeiten verrichtet? In diesem Glasbehälter wird ein Herz aufbewahrt. Der Farbe nach zu urteilen, kann es noch nicht alt sein. Außerdem ähnelt es der Zeichnung auf der Tafel. Dieser Glasbehälter weist zwei Deckel mit Kombinationsschlössern auf. Was? Ich brauche Informationen. Ich brauche echt Informationen. Steuerung. Jetzt in die Dialoge nachschauen oder was? Ich hab ja das Lexikon bekommen. Hier. Soll ich das jetzt hier zuordnen? Das andere. Okay. Bringt ja oben nichts, das andere. Ich. Okay. Das zweite, was wäre denn das? Das Ding auf der zweiten Seite?
können wir nicht. Das wieder beenden auch. Okay, ja. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Informationen. Die Frage ist nur, was? Gibt es noch mehr Bücher? In diesem Glasbehälter wird ein... Dieser Glasbehälter? Ja. Kennen wir. Aber warte mal, da drüben geht es ja noch weiter. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Gibt es hier irgendwo einen Zettel oder irgendwas noch, was ich benötigen könnte? Hier drin etwas? Nö. Ich habe nebenbei kurz mal nachgeschaut. Es soll irgendwo noch so ein zweiter Zettel sein. Dieses Rädchen dreht sich nicht, obwohl es mit Schmierfett gewartet wurde. Hilfe, was kann ich das machen? Eine Notiz. Oh. Was zum... Warum wurde sie dort versteckt? Was zum Teufel? Ein altes Rezept, armes Kind. So jung und schon todkrank. Merkwürdig. Jemand hat etwas vermerkt. Teilweise auf Lateinisch. Scheinen Anweisungen zu sein. Gut, dann können wir das jetzt starten. In diesem Glasbehälter... Dieser Glasbehälter weist zwei Deckel mit Kombinationsschlössern auf. Okay. Das heißt, jetzt bauen wir hier die zweite Seite. Das hier. Beweismittel. Und jetzt dann ist halt nur die Frage. Inaka Super, also Vena Superior. Das ist das blaue und das muss nach links. Glaube ich mal. Jetzt nur die von da unten drehen. So. Wie muss ich das überbringen? Muss ich das irgendwie... Okay, das hängt wahrscheinlich hier von der Nummerierung ab. Atrium Sinistrum. Sinistrum. Dextrum haben wir hier. Materia. Anitrum Sinistrum da. Das hat wär's für eine Nummer, die 8. Wir haben jetzt ja oben mit der Nummer 1 angefangen, ne? Valva Aurate. Valva. Das ist die Nummer 5. Das heißt, das muss ich auf die 5 drehen. Hier. So. Dann haben wir, was als nächstes? Truncus pulmonalis. Das hat die Nummer 2. Oder muss das erste, muss ich da so eine komplette Kombination? Und dann Anistrum Sinistrum, Atrium Sinistrum. Sieh an, zwischen den beiden Deckeln ist ein Stück Papier versteckt. Na, ist aus dem Herz. 6. Ja.
Nummer 6. Unglaublich. Oh. Jemand hat in diesem Behälter mit dem Herz einen Magneten versteckt. Aber warum? Ich habe jetzt einfach nur irgendwas geklickt. Oha. Okay. Einen Magneten. Naja, ich würde sowieso jetzt mal die Aufnahme unterbrechen, beziehungsweise die Session beenden, da wäre jetzt eh schon, da ich jetzt ziemlich viel aufgenommen habe und ich weiß auch schon, was hier vor sich gehen wird. Wir werden aber schon mit dem Magneten hier was anfangen müssen und ich speichere jetzt hier natürlich, speichern. Hier, man sieht schon, wie spät am nächsten Tag aufstehen, arbeiten, danke dafür. Ah, gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal wieder und haut rein. Tschüss.